Herr Professor Kotsouliris, Sie erforschen mittels bildgebender Verfahren die Vorhersagbarkeit von Schizophrenie und Psychosen. Wie ist der Stand? Was können Sie schon? Also mit bildgebenden Verfahren haben wir erste Hinweise, dass man eine Prädiktionsgenauigkeit von ca. 80% erreichen kann auf Einzelfallebene. Das heißt, eine Person mit einem erhöhten Risiko wird mithilfe der strukturellen Kernspintomographie untersucht. Dieses Bild wird ausgewertet mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens, was trainiert wurde im Vorfeld. Und dann kann man mit diesem Verfahren in Kombination mit der Bildgebung das Risiko mit einer 80%igen Genauigkeit einschätzen. Das sind erste Studienergebnisse, die man mit großer Vorsicht genießen muss, weil sie im Prinzip an relativ kleinen Stichproben erhoben wurden. Also man weiß noch nicht, wie verallgemeinerbar das ist über verschiedene Zentren, über verschiedene Länder und Gesundheitssysteme. Wer sind Ihre Patienten? Wen untersuchen Sie überhaupt? Das sind junge Leute, meistens zwischen 15 und 30 Jahren ungefähr, die bemerken, dass irgendwas in ihrem Umfeld nicht mehr stimmt. Das ist eine ganz häufige Beschreibung, dass sie sich ausgestoßen fühlen, gemobbt fühlen, beobachtet fühlen, unter Druck gesetzt fühlen, die sich auch im Zurückziehen zunehmend, das ist auch ein ganz häufiges Phänomen, und die auch nicht mehr so leistungsfähig sind, das heißt, sich nicht mehr konzentrieren können, ihre Gedanken nicht mehr fokussieren können, sondern ständig verschiedenste Gedanken im Kopf haben, die Sprache nicht mehr richtig verstehen können, obwohl vorher es überhaupt kein Problem gab, wo es also eine Dynamik gibt von einer zunehmenden Verschlechterung des psychischen Befindens und der Leistungsfähigkeit, also kognitive Veränderung. Wenn Sie jetzt also so eine Diagnose gestellt haben, was folgt dann therapeutisch daraus? Wenn sich das bewahrheitet, dass die Kombination von, sagen wir mal, klinischer Risikoeinschätzung und MRT-basierter Zusatzdiagnostik, wenn das sich bewahrheitet, dann könnten wir in Zukunft im Prinzip das Risiko auf Einzelfallebene viel besser einschätzen und den jungen Leuten im Prinzip ein viel personalisierteres Therapieangebot machen. Das heißt, Personen, die ein hohes Risiko haben, eine Psychose zu entwickeln, würden wir ein intensiveres Therapieangebot machen, bestehend aus Psychotherapie, aber auch Medikamenten, die man geben könnte. Personen mit einem ganz niedrigen Risiko, die würde man zu einer Verlaufsuntersuchung oder Kontrolluntersuchung wieder einbestellen, zum Beispiel nach einem halben Jahr. Also ein sehr starker Einfluss auf die Effektivität auch der Therapie. Welche ethischen Konsequenzen hat es, wenn man jemand so eine schwere Diagnose überhaupt vorhersagen kann? Wir würden gar nicht von einer Diagnose sprechen, sondern wir würden tatsächlich eine Risikoeinschätzung machen und sagen, das muss nicht bei Ihnen wirklich zu einem Ausbruch dieser Erkrankung kommen. Wir können aber quantifizieren, wie das Risiko ist und würden daraus Empfehlungen ableiten, so wie in anderen Bereichen der Medizin es ja auch mittlerweile gang und gäbe ist, dass man eine personalisierte Risikoeinschätzung versucht zu machen, zum Beispiel im Bereich der Onkologie. Ja. Stellen Sie sich für die Zukunft ein Screening vor, also alle aufmüpfigen und problematischen Teenager durch Ihre Maschinen zu jagen sozusagen? Es gibt momentan in der Forschung überhaupt keine Hinweise dafür, dass das, was ich vorhin geschildert habe, als Screening-Verfahren funktionieren könnte. Weil sozusagen immer der Mensch, der klinisch tätige Psychotherapeut oder der Arzt, der geschult wurde, in diesem Bereich Früherkennung zu machen, vorgeschaltet ist. Also nie können wir momentan, also es ist ausgeschlossen, dass wir eine apparative Diagnostik als Screening-Verfahren momentan einsetzen. Vielen Dank. Dankeschön.